Hey Leute, willkommen zurück zu No One Lives Forever 2. Schön, dass ihr dabei seid. Und danke an die Geheimagenten Neulinge, die letztes Mal geliked und kommentiert haben. Das ist sehr schön von euch. Wir machen weiter hier und wollen noch rausfinden, wo die Ninjas sich treffen. Und wir müssen Hattori-san treffen. Aha, ein Lippenstift. Ich habe noch ein paar abgeschossen hier. Ach, guck mal, hier ist noch eine Nachricht. Kompass. Ja genau, das Tutorial, das lese ich ja nicht vor. Wie gesagt, das macht keinen Sinn. Was haben wir hier? Agentin Archer, bitte bringen Sie diese Aktentasche so schnell, dass es sich einrichten lässt, zu Hattori-san. Sie enthält wichtige Informationen für seinen nächsten Auftrag, Santa. Gut, das können wir machen. Oh, da haben wir nämlich noch so eine Dekodiernachricht, warte. Da. Und einfach mal dekodieren, was steht denn hier Schönes? Da stehen drei Briefkästen vor dem Süßwarenladen. Sie müssen sie in einer bestimmten Reihenfolge anordnen, um mir ein Signal zu geben. Der graue Briefkasten sollte geschlossen sein. Okay, blau auf, grau geschlossen, glaube ich, war's. Mal gucken. Ach ja, da sind wir wieder am Eingang des Levels. Hoppala, ich wollte nicht scannen. Und haben somit alle... Ja, haben den Level erstmal soweit abgeschlossen und alles durchsucht. Aber wir müssen jetzt noch die ganzen Texte finden. Einer war noch hier. So, was haben wir denn da? Wir treffen uns im Süßwarenladen an der Wegseite des Viertels, an der Westseite. Halten Sie nach dem Schild mit dem Kranich in der Nähe eines Automaten Ausschau. Okay. Aber ich weiß ja schon, wo ungefähr das ist. Hier haben wir noch einen Zettel und ich glaube, das war der letzte Zettel. Die Briefkästen. Der rote Briefkasten sollte offen sein. Also, rot auf, blau auf, grau geschlossen, nicht wahr? Ja. 160 Punkte. Also wie gesagt, es geht eigentlich sehr flott, wenn man sich hier ranhält und alle sammelt, alle Kästen. Alle Aufträge macht, meine ich. Oh, da habe ich ja noch einen Zettel übersehen. Guck mal. Speichern. Ja. Oh, ich habe alle. War das alle? Ja, ich habe alle Seiten gefunden. Voll gut. Voll gut, voll gut. Oh, da ist hier noch ein Zettel. Mann, Mann, Mann. An alle Clanmitglieder. Mir ist angekommen, dass einige von euch unzufrieden mit unserem aktuellen Auftrag sind. Mir ist klar, dass der Direktor kein besonders angenehmer Arbeitgeber ist, aber vergesst nicht, dass Isako-san in seiner Ehrenschuld steht. Ich appelliere an euch, persönlichen Groll im Interesse des Clans zurückzustellen. Solltet ihr Probleme haben... Solltet ihr Probleme haben, mit eurer Abneigung fertig zu werden, wird Obaba für euch eine Beratung zur Verfügung stellen, sobald sie ihre letzte Ladung Gift fertiggestellt hat. Ja... Eine Giftberatung, ne? Sehr gut. Am besten die Leute vergiften, wenn sie Groll hegen gegen den Direktor. So, da will ich mal gucken. Wie geht nochmal holstern? Wo habe ich denn holstern? Ich möchte jetzt irgendwie mit der Waffe... Ach, machen wir einfach so. So, blau ist offen. Rot ist offen, nicht wahr? Agent Archer, over here. Ja, da ist er ja. I have bad news. They've moved the meeting. You'll have to find out where. Oh, sehr schön. Guck mal, ich habe die Aktentasche abgegeben, jetzt habe ich wieder richtig Punkte. 1200. Wir nehmen mal wieder Tarnung. Komm. Was heißt mal wieder? Wir nehmen Tarnung. Weil Tarnung finde ich sehr wichtig. Das ist wichtiger als Lebensenergie und der ganze Schmand. Ich mag das eh nicht so, wenn man gezwungen wird, Lebensenergie zu skillen. Oh, schon wieder Fettpunkte. Look for places where ninjas are gathered together. Maybe you can hear them talking about the new location. You might be able to find a memo, but that's risky. Be careful! Okay. Mal wieder zu Hattori, sonst... Oh oh, hat er gesehen? Ja. Jetzt wird er noch angegriffen da drin. Es kann nämlich passieren, dass sie ihn töten, die Ninja-Frauen. So, perfekt. Eine Haarspange. Ja. Nein! Er hatte gerade meinen Pfeil abgewehrt. Get up! Ha! Come back here! Nein, 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 ist schon gut. I'll find you. Yes! Nein! Derbt!
Oh, die habe ich an die Wand genagelt. Das ist ja krass. Man kann die an die Wand fetzen. Okay, dann hat sich wohl doch ein bisschen verändert im Gegensatz zur Uncut auf Deutsch. Oder Cut auf Deutsch. Hey, hey. That hurt. Hoffe ich doch. Hey. Wo ist sie denn hin? Komm mal. Oh nein. Ja, man ist aber gut, Kinder. Wie will sie denn noch rufen? Jetzt reicht's. Ich habe mal die ganze Ninja-Buddy auseinandergenommen. Wenn das so weitergeht. Ach, guck mal, die bleiben echt stecken. Man kann sie wieder einsammeln. Das finde ich so super. Ach, das war's. Alle getötet. Hä? Er ist selber schuld. Ah, ja, mit. Die ist futsch, die hängt in der Wand. Ja, die hat sich schön genagelt. Ja, ne? Habt ihr mal genug jetzt? Und Schutzpanzer hat sie auch dabei gehabt, sehr gut. Ah, komm, hier kann ich wieder das dechiffrieren. Oder dekodieren. Ich glaube, das war's schon, hä? Huh? Was steht denn hier? Wichtige Kenntnisnahme. Auf Drängen des Direktors wurde das Treffen heute Abend ins Hauptgebäude verlegt. Um die Verwirrung so gering wie möglich zu halten, bitte vor Dienstantritt erst die revidierte Wachpostenübersicht lesen. Wenn ihr in unbekanntem Gebiet patrouilliert, stellt sicher, dass ihr wisst, wo sich die nächstgelegenen Toiletten befinden. Ja, das ist immer so ein bisschen doof. Aber ich finde das schön, ich mag das total gerne. So, jetzt gehen wir zu Hattori und erzähl ihm mal, was hier los ist, wo die sind. Oh, vielleicht mach ich so. Good work. I'll mark the location of the meeting on this map. Okay, follow me. Es war aber sehr kurz, das Meeting, die Markierung. 60% Genauigkeit nur. Naja gut, sie wurden einmal getroffen. Immerhin. Das Treffen soll auf dem Anwesen einer geheimnisumwitterten Person stattfinden, die nur als der Direktor bekannt ist. Kate muss das Gelände des Anwesens auf das Gelände vordringen, das Hauptgebäude finden und das Fenster suchen, das Hattori-san ihr auf der Karte gezeigt hat. Diese Stelle sollte ihr ermöglichen, die benötigten Fotos zu machen, ohne ein unnötiges Risiko einzugehen. Wenn sie die Fotos gemacht hat, muss sie zu der Brücke zurückkehren, wo Yamata-san wartet. Eine Eingreiftruppe von Unity steht bereit, um sie nach Tokio zu bringen, wenn die Mission abgeschlossen ist. Alles klar. Da hinten soll ich rein und vorne muss ich das Foto machen. Ja, okay. Oh, ich hab wieder so viele Punkte beisammen. Seht ihr mal. Okay, den Archer. Sprechen Sie immer mit Leuten, die als Freunde identifiziert sind, um herauszufinden, ob sie nützliche Ratschläge oder Informationen haben. Sie müssen sie möglicherweise einige Male ansprechen, um alles zu hören, was sie zu sagen haben. Okay, machen wir doch. It's safer to avoid them. Avoid the main gate. Too many guards. Good luck. Okay, das war's. Oh. Agent Archer, der CT-180 Mehrzweckwerfer, ist eine unserer vielseitigsten Waffen. Seine Standardmunition ist ein Miniaturpfeilsender oder Peilsender, der die Position eines Ziels auf ihrem Kompass anzeigt. Der Pfeil ist so leicht, dass Gegner es nicht bemerken, wenn sie davon getroffen wurden. The spy has been spotted. Oha. Agent Archer, Hattori-san informierte uns, dass er einen Ninja gesehen hat, der vor drei Gebäuden in diesem Gebiet Kreidezeichen anbrachte. Wir gehen davon aus, dass diese Zeichen Signale für Agenten sind, die wertvolle Gegenstände oder Informationen hinterlassen. Bitte versuchen Sie, diese Zeichen zu finden und zu entfernen, damit wir die Lieferung an Orte unserer Wahl umleiten können. Stay alert. Oh oh. Oh oh. Oh, verdammt. Was, sind wir gerade weiterrennen?
Der Pfeil ist noch hier. Nee, der ist leider weg. Was sind über diese roten Ninjas? Guck mal. Nein! Miststück. Versteck mich mal ein bisschen. I'm sorry. You can't hide. You can't hide forever. War ich ein bisschen zu übermütig. Aber. Weil gerade soll ich einen toten Briefkasten entfernen, okay? Are you alright? Nicht auf die Frau im Schatten achten. Andere Ninjas abknallt. War noch einer, oder? Oh, das war's. Jetzt war es schon an der Musik, dass sich's gerade erledigt hat. Ein Fusselbällchen. Ich habe ein Fusselbällchen gefunden. Okay. Alles ruhig soweit. Alles gut. Oh, wo sind die Toten hin? Das Bild eines hässlichen Babys und ein Kreidepfeil. Ah. Ah, da ist noch was. Guck mal. Ein wütendes Kätzchen. Oh, den habe ich ja gar nicht ausprobiert. Den kann ich mal testen. Ich glaube, das ist so eine Art, wie so eine Art, ja, so eine Art Wachbombe. Also wenn man die hinstellt. Und dann kommt jemand, habt ihr schon gesehen, der verfolgt das Kätzchen die ganz schnell und macht sie kaputt. Also hat schon im Text gestanden, als ich die aufgesammelt hatte. Upsa. Oh, da gibt's Heilung, die brauche ich aber nicht. So, weiter. Nee. Ich glaube, das hier war so eine Art Sackgasse. Oder warte mal. Oh, doch, hier kann ich. Ah, hier kann ich ja rein. I don't know. Why? I'm supposed to relieve Maseo-san at 8 o'clock. You don't have a watch? I don't need one. Ninjas can tell time by the slit of a cat's eye. That only works during daylight. Besides, what happens if you don't have a cat handy? That's why I always carry dried fish. Isn't it easier just to wear a watch? Never mind, I'll go ask somebody else. Ja, toll. Deshalb hat sie immer getrockneten Fisch dabei. Frag mich schon, was hier so gestunken hat. Der Fisch. So, dann gucken wir uns hier vorne noch um, weil irgendwo sind, glaube ich, noch Briefkästen. Also tote Briefkästen. Was über die gern Münzen? Oh. Warte mal. Nee, ich dachte. Irgendwo ist ein Briefkasten, das weiß ich noch, da hängt so ein Brief drin. Den kann man dann auch noch lesen. Ja, ja. Du machst mir nur Ärger sonst. Aber gut zu wissen, dass ich da hinten einsteigen kann, das wusste ich gar nicht mehr. Seht ihr mal, es ist so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Aber es ist immer noch toll, es macht immer noch Spaß und es. Funktioniert immer noch so gut. So. Ach, hier ist noch eine. Mal weg. Sehr gut. Ist da. Ah, da geht's auch rein, siehst du mal. Ich glaube, das ist auch ein Weg, um hier einzusteigen. It'll probably be raining this weekend. Oh, da ist ein Brief. Lieber Mr. Jones, ich habe einige Informationen über diesen geheimnisvollen Engländer gesammelt. Laut den örtlichen Quellen hat er das Fujioka-Anwesen vor mehr als 10 Jahren erworben. Man hat ihn sagen hören, dass der Grund, warum er nach Japan gekommen ist, die Entfernung zu England sei. Obwohl niemand zu wissen scheint, warum das für ihn so wichtig sein sollte. Ich werde weiter nachforschen. Isamu Hattori. Ich werde seine Mutter. Hat ja so ein bisschen Probleme mit seiner Mutter, die nervt ihn immer. Wo
war sie denn eben? Da war doch die Ninja-Frau. Oh, und noch ein Geschenk. Oh, falsch. Who's there? Niemand. Scheiße. Fall und Verfolgerfall. I've got you. Oh. Gar nicht. Mit der Musik. Eigentlich war das kein Treffer, aber ist okay. Ah, hier können glaube ich auch noch Briefkästen sein, natürlich. Aber wie viele Katanas ich hier schon aufgesammelt habe. Verfaulter Apfel, sehr schön. Warum sammelst du sowas auf, Kate? Ach doch mal nicht, die verfaulten Äpfel. Oh, hier ist der dritte. Tada, wir haben alle und 1720, ja. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen sparen, dann werde ich mir gleich mal das nächste mit den Waffen-Upgrades holen. Okay, dann haben wir das. Und jetzt sind wir im Anwesen. Glaube ich zumindest. Sana! Ein Brief. Meine liebe Isako, ich weiß, dass ich nicht immer der perfekte Mentor war und dass du mir mehr als Pflichtgefühl dienst als aus echter Loyalität. Ich kann nicht behaupten, dass ich es dir verdenke. Ich hoffe jedoch, dass du verstehen kannst, wie wichtig du mir bist. Ehrenhaftigkeit und Kompetenz sind bei den arroganten, gesetzestreuen Heuchlern, die ich zu terrorisieren geschworen habe, schon selten genug. In unserem Geschäft gibt es sie schon fast nicht mehr. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, der Direktor. Naja, aber sie will ja trotzdem nicht mehr für ihn arbeiten. Oh, sie hat ja gefragt, wann ihre Schuld dann endlich vergolten ist. Oh, das war's schon. Ah, guck mal hier. Papiere. An Hideko Sato von Isako, Anführer der Katakuri Ninja Clans. Oder des Katakuri Ninja Clans. Ich bin für Ihre Sorge sehr dankbar, sehe mich aber nicht in der Lage, Ihr großzügiges Angebot anzunehmen. Wie Sie wissen, stehe ich bei dem Direktor in einer Ehrenschuld. Ich sehe mich daher völlig außerstande, bei seiner Ermordung einfach zuzusehen, auch wenn sein Tod mich befreien würde. Einen solchen Verrat könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Ah, die drei übrigen Seiten finden. Sehr gut. Sollte ich doch hinkriegen, ha? Hat sich hier meine geräuspert? Was passiert dich einfach so, ja? Ah, hier, siehst du mal, hier wäre ich reingestiegen. Ja, wäre ich. Cool, jetzt habe ich den anderen Weg gefunden, wie ich hier reinkomme. Oh, you're in trouble. Na, bin ich nicht. You've given yourself away. Hab ich? Sound the alarm. Oh nein. Oh, das war knapp. Das war knapp. Give yourself away, weil ich kurz ein bisschen auf den Holzdielen gelaufen bin. Das macht ihr doch auch. Andererseits, das sind Ninjas. Die wissen wahrscheinlich, wie sie hier laufen, ohne Geräusche zu machen. Ehrenwerter stellvertretender Direktor. Letzte Nacht hatte ich Wachdienst beim Haupthaus. Als ich am Dach entlang patrouillierte, konnte ich durch ein offenes Fenster Gelächter hören. Der Direktor war gerade dabei, seinen Gästen die manipulativen Spielchen zu erklären, die er spielen muss, um seine loyale Ninja-Dienerin zu beschäftigen oder besänftigen. Er sagte, dass Isako wie ein Hund durch gelegentliche Demonstrationen von elterlicher Wärme leicht beeinflusst werden könnte. Sie müssen es ihr sagen. Der Mann ist unerträglich. Masayo. Ja. Und ich schlachte die alle ab, die Ninja-Frauen. Ja, ist eigentlich ein bisschen fies, aber was soll ich machen? Die würden mich ja auch töten. Vielleicht können Sie meine Beweggründe eher nachvollziehen, wenn Sie die Umstände meiner Verpflichtungen verstehen. Nachdem meine Eltern ermordet wurden, las mich eine alte Frau in den Straßen von Kyoto auf. Ihre angegriffene Gesundheit machte es ihr unmöglich, für mich zu sorgen, aber sie konnte ihre Tochter davon überzeugen, mich aufzunehmen und auszubilden. Sie war damals die Anführerin des Sakaragaoke Ninja Clans. Okay. Hey, 1800. Voll gut. Ich hab bald alles. Ich mag übrigens dieses Szenario voll gerne. Ist richtig schön mit dem
Ja, dieses asiatisch angehauchte alles, so Ninjas und, ne, ihr wisst schon. Ist schön, ich mag das. Liegt ein Hammer. Okay. So. So, und das haben wir ja doch alles noch. War nichts mehr. Bim, bim, bim. I notice she's been gaining a lot of weight recently. All she does is sit around eating mochi and watching detective shows. She needs to find a man to take care of her. No one wants her. She's too shy. Maybe if she was prettier. But she can't even talk to men. What about Kenichi-san? He's a little slow, but he's still nice looking. She'd never agree. She's too picky. What's wrong with her? Oh Gott. Ja, ja. Frauen, die lästern immer. Ja. Hat meine Frau auch gesagt, die war letztens in der Bahn, da waren so 60, 70-jährige Mütterchen, so Omis, zu viert und kaum ist einer ausgestiegen, haben die anderen angefangen über sie zu lästern. Erst zur beste Freundin und dann so, ah ja, oh, die ist ja immer so, ne? Die ist ja immer so. Und bei Kerl, die sagen sich ins Gesicht so, ah, du bist so ein Spack, ne? You're in trouble. Die sagen sich ins Gesicht, du Spack, und dann auf einmal sind sie, aber dann ist der weg und so, ah, oh, das ist ja schon ein feiner Kerl, ne? Er ist schon netter. Das geht auch andersrum. Wo war denn die andere jetzt? Ich hab die doch reden gehört. Oh, ich sehe hier den Schatten, seht ihr mal. Asayo-san, ich verstehe und teile Ihre Unzufriedenheit, aber wir müssen Geduld haben. Isako-sans Ehrenkodex geht sehr weit. Reines Hören sagen wird Sie nicht überzeugen, davon abzulassen. Ich weiß es aus Erfahrung. Er wird sich eines Tages ihr gegenüber selbst verraten. Ich kann nur dafür sorgen, dass er immer genügend Sake zur Verfügung hat, damit seine Zunge gelöst bleibt. Haruko Moroi, stellvertretender Vorsitzender. Oh. Könnte die letzte Briefseite sein, hä? Huh? Als ich 14 Jahre alt wurde, erhielt ich meinen ersten Auftrag. Ich sollte einen gierigen Händler ermorden, der Mädchen aus ihren Familien raubte, um sie als Prostituierte in seinen Spielhöllen arbeiten zu lassen. Es war eine leichte Aufgabe, aber ich wurde gefangen genommen, bevor ich ihn töten konnte. Verraten von demselben Mann, der den Mord in Auftrag gegeben hatte. Er hatte uns ausgetrickst, sodass er mich aufhalten und die Gunst meines Meisters erlangen konnte. Oh, wie fies. Er war doch nicht der Letzte. Ach genau, die drei, also vier Seiten sind insgesamt. Das ist ein bisschen gemein, ne? Macht man nicht. Macht man nicht. Was ist denn, da kann ich mich drin verstecken. Kate ist doch echt sehr leise. Ich frage mich, warum sie gehört haben. Na gut, das sind Ninjas. Sie sind wahrscheinlich darauf trainiert, ihre Sinne richtig einzusetzen. Oh nein. Hat er gehört? Oh doch. That spy will pay for this. I'll find you. I know you're here somewhere. Oh, hat sie gerade eine Rauchbombe benutzt? Gefährlich. Bevor der Händler mich töten lassen konnte, griff sein europäischer Freund ein und bat darum, mich zu verschonen, damit ich für ihn arbeiten konnte. Der Händler stimmte zu und der Direktor, denn er war dieser Freund, wurde mein neuer Meister. Sie sehen also, auch wenn es mich sehr betrübt, ich schulde diesem Mann mein Leben und muss ihm seine Großzügigkeit zurückzahlen. Egal wie egoistisch sie auch begründet gewesen sein mag. Ich danke Ihnen jedoch sehr für Ihr Wohlwollen, Isako. Aber wie gemein. Der hat es einfach... Das war doch alles fingiert, oder? Der wusste doch immer, dass... Naja. Oh, guck mal. Wie viel Prozent auf einmal da drauf kommen. Oh. How did you escape?
Ja, so. Einfach so bin ich entkommen. Bild eines hässlichen Babys. Oh, ein schallgedämpftes SMG. Geil. Oder SMG. Oh, ist das gut. Ich glaube, wir sind gleich schon am Zielort und ich habe soweit alles gemacht, deswegen... werde ich das mal ganz schnell hier... Aha. Also ein Zettel. Agentin Archer, wenn Sie das Zielgebiet erreichen, machen Sie nicht zu viel Lärm. Wenn Sie eine Störung verursachen, haben Sie vielleicht keine Möglichkeit mehr, den Direktor zu fotografieren. Es wäre eine Schande, den Fertigkeitenpunkt nur aufgrund von Unbesonnenheit nicht zu erhalten. Isamu Hattori. Was ist denn was mit der Waffe? Jetzt bleibe ich stehen und schon ist es direkt wieder fertig, das Fadenkreuz. Also ich kann sofort wieder schießen. Das ist das Coole, wenn man die Waffen gleich skillt. Ein Lippenstift. Mhm. Hab ich eben noch gesehen. Wo ist sie denn hin? Kann die nicht treffen, ha? Huh? Aha. So, Leute, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt ins Hauptgebäude gehen und die Aufgabe vollenden, mache ich hier mal eine Pause. Ich danke euch immer sehr fürs Zusehen. Wäre cool, wenn ihr mir ein Like da lasst auf die Folge und wieder einschaltet zu No One Lives Forever 2. Macht's gut, bis dann.